Ja, genau darum geht es jetzt, mit den Jungs darüber zu sprechen, dass sie relativ schnell den Bundesliga- oder Auslandsliga-Alltag hinter sich lassen und dass wir relativ schnell wieder in dieses U21-Feeling reinkommen. Habe mit den Führungsspielern gesprochen, dass sie da eben auch dazu beitragen müssen. Wir haben keine Zeit, es ist nichts zum Eingewöhnen da. Sie müssen die Neuen an die Hand nehmen, sie müssen sie versuchen zu integrieren. Jeder muss aber trotzdem so bei seinem Ablauf bleiben, damit er selber auch wieder dieses U21-Feeling bekommt. Ja, und dann gehen wir jetzt mal auf den Platz und dann machen wir halt mal ohne Vorbereitung ein Gruppenspiel. Geht den anderen Gegnern ja nicht anders. Wir sollten uns nichts vormachen. Ne? Riedle Barkow ist als wertvollster deutscher Spieler an Platz 31 gerankt. Und danach kommt lange gar keiner mehr. 31 von allen Nationen. Wir wissen schon, dass die Marktwerte sind auch sehr viel Fantasie, aber trotzdem sind wir auf Platz 9 mittlerweile von allen teilnehmenden Mannschaften hier bei der EM-Gruppenphase. Also klar, es ist immer die Möglichkeit, damit die aufgehenden Talente sich hier zeigen. Aber wir müssen auch sagen, dass wir halt nicht die Top-10-Talente haben, auf die ganze Welt schauen wird oder ganz Europa. Also so eine Europameisterschaft U21 ist natürlich auch eine Bühne für, ich sag mal, alle Spieler. Weltweit wird jetzt jeder drauf gucken, wie die Spiele hier ausgehen. Wie gesagt, es ist eine komische Situation bezüglich Corona, aber ja, die Bühne nutzen und man sieht es ja auch von den Vorgängern, sage ich mal jetzt, wie schnell es geht, da hochzukommen. Gerade deshalb habe ich mehr Bock, weil da gar nicht viel Zeit dazwischen liegt. Man sich direkt hier wieder heimisch fühlt in der U21, wir als Truppe, weg von allem anderen. Besondere Situation und wir sind eine besondere Truppe, so ist ja auch unser Slogan.